Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und erst vor ein paar Tagen habe ich noch gedacht, mittlerweile wird die Bloggerei etwas langweilig. Warum wird sie langweilig im Vergleich zum Anfang, als ich die Modern Koi Blogs gemacht habe? Ja, weil die meisten Leute, zu denen wir eingeladen werden, gucken die Blogs schon seit Jahren an, haben ihren Teich dann nochmal umgebaut, haben jetzt ein deutlich besseres Resultat und wir kommen an funktionierenden Anlagen und nicht mehr dorthin, wo man den Finger in die Wunde legen kann. Ich sage das jetzt mit einer gewissen Gehässigkeit, wenn Sie wüssten, was in meinem Kopf alles sich noch für Filme abspielt. Aus meiner Anfangszeit, was wir da alles für Blödsinn gemacht haben, das ist gigantisch und das soll auch nicht böse sein, sondern wir müssen immer wieder auch an die Menschen denken, die jetzt neu zu den Videos hinzukommen und denen wir auch was zeigen wollen, was Neues zeigen wollen, mal was zeigen wollen, was nicht funktioniert oder Dinge, die doch noch irgendwie funktionieren, obwohl sie nicht funktionieren sollten, so wie wir das vorher mal am Filter bei Bruno gezeigt haben. Und kaum fahren wir bei Bruno weg, kommen wir mit Philipp Guyot von der Koi Lounge Zürich zum nächsten Kunden Lukas, der 2018 das Haus gekauft hat von jemand, der 2008 diesen Teich hier erbauen ließ von einem Landschaftsgärtner, der dies, das und auch ganz großer Wasserkünstler war. Und diesen, ich will schon fast sagen, monumentalen Teich hat errichten lassen. Monumental habe ich auch erst auf den zweiten Blick erkannt. Das war irgendwie so fast ein archäologischer Blick, den ich da hatte, weil ich da, wo Tim jetzt gerade mit der Kamera sitzt, bin ich gestanden und sage, wie groß ist denn der Teich? 30.000? Nee, 60. Wie tief ist denn der? 2 Meter? Oh, das ist tief. Dann den Uferbereich. Ich habe gedacht, da hinten ist überall so eine große Filterkammer drunter. Ich habe es gar nicht gerafft, was das hier eigentlich ist. Und irgendwann, Tim, jetzt stehst du mal auf, jetzt hat die Sitzerei mal ein Ende. Hier sind so riesen Granitquader, die haben einen halben Meter auf einen halben Meter auf einen Meter Länge. Ja, das wiegt schon was. Und ich habe erst gedacht, wow, sieht eigentlich noch irgendwie geil aus, so als Randabgrenzung. Und dann gucke ich so da rein und Tim zeigt es Ihnen jetzt. Jetzt hat da wirklich einer, wie geil ist die Nummer, von oben bis unten gehen die Quader. Ja? Ich glaube, die da drunter sind sogar noch größer, wenn ich Lukas richtig verstanden habe. Wie auch immer, ist aber egal. Der ganze Teich wurde außenrum, ja, auch in dem hinteren, in dem Pflanzbereich, wurde außenrum überall komplett mit so Quadern in 2 Meter Tiefe. Und dann wurde der Boden noch mit Steinplatten ausgelegt. Alter, wenn dieser Landschaftsgärtner nicht sein eigenes Granit, sein Granitwerk hatte, sein Granitsteinbruch, dann weiß ich auch nicht. Also das wiegt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber wahrscheinlich hunderte von Tonnen. Ja? Okay, die Sache hat sich dann ein bisschen entwirrt. Also das Ding wurde nicht als Koi-Teich gebaut. Die Koi zogen erst 10 Jahre nach dem eigentlichen Bau ein, nachdem Lukas es dann gekauft hat. Ursprünglich war es ein Schwimmteich. Aber auf Google-Bilder und Social Media, sei Dank, Lukas hat es dann recherchiert, was der Vorbesitzer immer alles gepostet hat. Und da hat er gesehen, dass der Teich eigentlich jedes Jahr grün war. Warum? Weil keine UV-Lampe drin war. Ja? Hat ihm aber niemand gesagt. Also der hat seine schöne Quaderlandschaft nicht gesehen. Zumal, selbst wenn er eine UV-Lampe gehabt hätte, hätte er von seiner Quaderlandschaft auch nichts gesehen, weil da waren 2 mm Patina drauf oder 2 cm. Und außerdem, wenn man dann mal Algen hat, dann wächst das alles zu. Sowas kann man in einem Schwimmbad machen, wenn man mit Chlor arbeitet. Ja? Dann sehen Sie noch die Fugen von Ihren Kacheln, falls Sie es gekachelt haben. Aber alles, was biologisch ist, wächst Ihnen zu. Fertig, aus, basta. Aber falls Norbert zuschaut, Norbert hat das Gleiche in mal 10 gehabt, was die Größe und den Wahnsinn anging. Das haben wir ja schon oft gezeigt. Das ist der Teich mit diesen riesen Karaschi. So, was für ein Filter man hier hingedübelt hat und alles, das zeigen wir nachher noch. Das ist jetzt alles noch Homöopathie, also funktioniert nicht. funktioniert wahrscheinlich wirklich nicht, weil das ist wirklich nur Energieverschwendung, was hier passiert. Das, was hier wirklich Filterleistung erbringt, sind wahrscheinlich die Schlitze in diesen, zwischen den Steinquadern, da wo die Koi nicht hinkommen. Da wird wahrscheinlich durch Diffusion genügend Ammonium und Nitrit reinkommen. Dann natürlich die riesen Uferbereiche werden noch ihr Übriges dazu beitragen. Der Teich ist auch relativ strömungsbefreit. Ja? Also da ist nicht so viel. Die Pflanzen werden ein bisschen Draht rausholen, aber das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich mehr Biotop als sonst was. Aber jetzt kommt noch das Geilste. Wie gesagt, wir sind in der Schweiz. In der Schweiz kostet
real alles das doppelte Gefühl, das Zehnfache. Ja, man steigert sich dann halt so ein bisschen hinein. Aber in Wirklichkeit ist es nur doppelt so teuer wie Deutschland. Nur. Ja? Dann sich selber mal Gedanken machen. Was darf das kosten? Jetzt die Filtertechnik kriegen Sie für 2.000, 3.000 Euro in Deutschland. Also hier 5.000, 6.000 Euro. Was glauben Sie, was so ein 60.000 Liter Teich 2008 mit kompletter Quaderausgleitung an den Wänden und Steinplatten am Boden, darunter eine Kiesschicht, was sowas gekostet hat? Also ich war mir da gleich relativ sicher. 200.000 Euro oder Franken, ja, also 180.000 Euro. Der absolute Wahnsinn. Und vor allem alles so unnötig. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir werden das im nächsten Blog sehen. Er will das jetzt mit einem anderen Filter ausstatten. Er will dies, das, jenes. Wenn es mein Teich wäre, würde ich einmal jetzt die Fische raus, bevor es voll eskaliert. Also bevor so viele Fische drin sind, dass es dann schwierig wird. Dann würde ich den Teich verkleinern, ich würde ihn flacher machen, einen halben Meter, würde in dem Zuge Rohrleitung, Bodenablaufleitung, die er heute nicht hat, würde dahinter gehen, vielleicht sogar vom jetzigen Teich einen Teil abtrennen, wenn er zu groß wäre noch, um dann einen Bürstenfilter zu machen, aber hinten hat man ein großes Holzdeck und ich würde das einmal grundsanieren, ja. Man hatte die Quader nicht bezahlt, darum muss man jetzt auch nicht schonend mit umgehen. Sind ja nicht seine eigenen Quader, ja? War ja nur eine Beigabe als beim Hauskauf. Nee, Spaß. Und dann würde ich das einmal richtig machen. Weil, wissen Sie, das ist auch wieder, die Fische sind heute fit. Ein Tierarzt war da und dann hat Lukas gesagt, er weiß nicht, ob er in nächster Zeit mal behandeln muss. Weil Lukas hat gesagt, es ist alles begehbar. Sein Wort in Gottes Ohr. Ob er das mal alles, ob er behandeln muss, weil man hätte ein paar Würmchen gefunden. Sag ich, bei mir findet man auch einen Wurm, wenn man gar nicht so lange sucht. Nein, da muss man schon suchen. Sage ich, die Fische sind vollkommen symptomfrei. Ja, und das ist immer das. Man muss jetzt nicht, weil ein Tierarzt sagt, da ist ein Wurm, muss man behandeln. Wenn da keine Symptome, keine Anzeichen sind und einmal, zweimal scheuern am Tag, ist kein Grund und sind auch keine Symptomatik. Die sind absolut fit, die sind ruhig und wenn ich lange genug suche, finde ich überall einen Wurm. Ich würde mir hier mehr als über die Würmer Gedanken machen, wie geht das ganze Spiel hier weiter? Und da würde ich wahrscheinlich ein Teich-in-Teich-System anvisieren. So, im nächsten Block schauen wir uns den Filter an, dann schauen wir uns noch die Wasserwerte an. Da interessiert mich insbesondere der pH-Wert, weil wir in 2 Meter Tiefe brutalst belüften. Timmy, wir müssen mal unser Gassättigungsmessgerät mal wieder mitnehmen. Das wäre hier jetzt interessant, wenn gleich die Koi absolut symptomfrei sind. Und ganz wichtig, mittlerweile sind mehr Konishi-Koi drin in dem Teich als andere. Welche muss man nicht sagen, das sieht man eigentlich auf den ersten Blick. Ja, da muss die Fische zeigen, nicht mich. Affe. Auch mal interessant, hier läuft kein Skimmer. Ja. Da ist jetzt brutal viel an Grünzeug außenrum. Aber dafür, jetzt lachen Sie vielleicht und denken, ich mache Spaß, aber dafür liegt ja relativ wenig auf der Teichoberfläche. Das sind schöne Fische, was er hat. Der Ginrin-Showa ist ein Hammer. Der ist nicht von Konishi, oder der Ginrin-Showa? Ist der Konishi oder nicht? Nein. Ich habe gesagt, das ist nicht von Konishi. Nicht, gell? Nein. Ja. Und Sanke da hinten ist Konishi. Der Sanke auch? Der Sanke, der kleine Maruten, ist Konishi. So, guter Rat ist teuer, ein guter Teich auch. Und die schlechten werden dann wieder noch teurer als die guten.